Bis zum Rand gefüllte Vorlesungssäle, Menschen, die wie gebannt nach vorne schauen und den Worten des Redners oder der Rednerin folgen, dabei wissenschaftliche Erkenntnisse in sich aufsaugen und auch noch eine unglaublich gute Zeit dabei haben. Was sich für den ein oder anderen Dozierenden wie die ultimative Wunschvorstellung einer perfekten Vorlesung anhört, besonders jetzt durch die eingeschränkten Möglichkeiten der Covid-19-Pandemie, gibt es so, beziehungsweise so ähnlich, tatsächlich. Science Slam nennt sich das dann. Aber was ist das eigentlich, so ein Science Slam? Zukunft der Wissenschaftskommunikation oder nur irgend so ein komischer Hype? Und wird dabei wirklich Wissen vermittelt oder ist das am Ende alles nur eine ganz große Show? Darauf versuchen wir in diesem Video eine Antwort zu geben. Wir, das sind Laura Sandig, Und Erik Gebel. Studierende der TU Dresden, die das Seminar Wissenschaftskommunikation 2.0 bei Professor Simon Mayer-Vieracker besucht haben und es uns jetzt zur wahnwitzigen Aufgabe gemacht haben, eine Hausarbeit nicht analog als Papier, sondern digital als Video zu produzieren. Dementsprechend sind wir auch gespannt auf euer Feedback zu diesem Format, dieser Prüfungsleistung 2.0 sozusagen. Und da jede Hausarbeit auch immer gut zitiert sein muss, blenden wir immer unten links ein, wenn wir uns gerade auf eine Quelle beziehen. In der Videobeschreibung findet ihr dann ein Dokument, das sowohl chronologisch alle Quellen enthält und auch nochmal alphabetisch auflistet. Und nun können wir doch starten, oder? Ach ja, eine gute Hausarbeit hat natürlich auch eine Gliederung. Deshalb hier jetzt auch. Zunächst in Teil 1 sollten wir uns erstmal anschauen, was denn ein Science Slam überhaupt ist, wo er herkommt und welchen Regeln er folgt. Danach in Teil 2 schauen wir uns genauer an, welche Erwartungen Rezipierende an Science Slams denn eigentlich haben. Anschließend in Teil 3 wird es praktisch. Wir betrachten näher, was Science Slam denn eigentlich unterhaltsam macht und unterlegen dies auch mit diversen Beispielen. Und dann in Teil 4 ziehen wir ganz zum Abschluss noch ein Fazit, um zu klären, ob der Science Slam jetzt am Ende wirklich nur Show ist oder doch vielleicht hervorragende Wissenschaftskommunikation. Also, ich würde sagen, wir starten. Los geht's mit Teil Nummer 1. Kapitel 1. Was ist ein Science Slam? Der Science Slam ist ein Vortragswettbewerb, der seine Wurzeln tatsächlich in Deutschland hat. Er wurde 2006 erstmalig unter Organisation von Alex Trepek in Darmstadt durchgeführt. Alex Trepek ist übrigens selber Poetry Slammer. Das Ganze ist dann langsam immer größer geworden. Zunächst wurde das Format 2008 vom Haus der Wissenschaft aufgegriffen und seit 2010 existiert die jährliche bundesweite Meisterschaft. Da der Begriff des Science Slam kein geschützter Begriff ist, gibt es verschiedene Regeln, wie dieses Format ablaufen soll. Wir orientieren uns jetzt an den Regeln der deutschen Meisterschaft. Dort stellen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einem maximal 10-minütigen Vortrag ihre eigene Forschung vor. Dies geschieht auf unterhaltsame Art und Weise so ähnlich wie auch beim Poetry Slam. Den Präsentierenden stehen dabei alle Hilfsmittel für die Präsentation zur Verfügung. Egal ob Live-Experiment, irgendwelche Requisiten oder die klassische PowerPoint. Es ist alles möglich. Am Ende entscheidet das Publikum, welcher Science Slam der am meisten überzeugt hat und ein Gewinner wird gekürt. Kapitel 2. Stand der Wissenschaft. Die Initiative für Wissenschaft, Wissenschaft im Dialog, ermittelt jährlich seit 2014 anhand des Wissenschaftsbarometers, wie Menschen in Deutschland gegenüber Wissenschaft und Forschung eingestellt sind. Bei der repräsentativen Befragung Wissenschaftsbarometer 2018 gaben 52% der Befragten an, dass ihr Interesse an Wissenschaft und Forschung eher groß oder sehr groß ist. Aber nur 10% gaben an, dass sie sehr häufig oder häufig zu Veranstaltungen, Vorträgen oder Diskussionen über Wissenschaft und Forschung gehen. Also stellen wir fest, das Interesse an Wissenschaft ist da. Aber zu einer Veranstaltung zu gehen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Science Slams zählen aber zum Beispiel zu einer der erfolgreicheren Veranstaltungen. Markus Weißkopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog, erklärte in einem Interview, dass es vermutlich daran liege, dass in Science Slams durchaus Wissen vermittelt wird, aber eben in kleinen, verständlichen Portionen. Das wirke dann nicht so abschreckend. Es wären außerdem verschiedene Wissensthemen innerhalb einer Veranstaltung und das sorge für Abwechslung. Auch die Form eines Wettbewerbs sei durchaus unterhaltsam. Die Menschen gehen daher lieber zu einem entspannten, unterhaltsamen Science Slam am Abend, wo sie über jedes Thema etwas lernen könnten. Also zum Beispiel auch über sämtliche Nischenthemen. Stellen wir uns dagegen vor, wir sind bei einem
hochwissenschaftlichen Vortrag voller Fachvokabeln, der statt 10 Minuten anderthalb Stunden geht. Die meisten finden dies sicher als Abendsunterhaltung anstrengender oder unverständlicher. Was es noch wenig in der Forschung gibt, sind empirische Untersuchungen zum Thema Science Slam. Nichtsdestotrotz sind sie vertreten. Nehmen wir mal diese hier. In der Science Slam als Edutainment untersucht wird. Bedeutet, es geht darum, ob das Format eingeordnet werden kann als eine Mischform zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung. Allgemein wird innerhalb der Forschung sehr kontrovers darüber diskutiert, ob Unterhaltung tatsächlich förderlich für die Wissensvermittlung sei oder vielmehr zum Verlust von Wissen führe. Möglicherweise wird Wissen durch Unterhaltung eher verdrängt. Der Meinung, dass Wissen durch Unterhaltung verloren geht, sind zum Beispiel Kriem, Klaue und Kurz. Dabei nur kurz zu Klaue und Kurz. Klaue vertritt die Meinung, die Slammer würden sich zum Klauen machen und dies dann als akademischen Fortschritt verkaufen. Kurz wirft dem Prinzip des Science Slams einen Trend der Verflachung zu. Ihn stören der zunehmende Wettbewerb, der dazu veranlasst, eher auf Unterhaltung des Publikums zu setzen, als auf Wissensvermittlung. Unsere angeführte Studie beschäftigt sich insbesondere mit den Motiven und Erwartungen der Zuschauer. Warum gehen wir zu einem Science Slam? Und wer ist wir? Und was erwarten wir? Nehmen wir also kurz vorweg. Wir in dieser Studie sind im Durchschnitt 56,2% männliche Teilnehmer. Und das Durchschnittsalter beträgt 31 Jahre. Außerdem wurde festgestellt, dass Science Slams eher von Leuten aus höheren Bildungsschichten besucht werden, sprich Akademikern. Dies zeigte sich an Angaben wie dem höchsten Bildungsabschluss oder einer vorhandenen Promotion. Um es kurz zu fassen, führen wir jetzt aber nur einzelne Bestandteile der Studie aus. Wir empfehlen euch aber ganz dringend, diese Studie mal komplett zu lesen. Sie ist wirklich sehr, sehr spannend. Also, was schauen wir uns an? Zunächst erstmal hat Niemann eine Kategorisierung für verschiedene Formen der externen Wissenschaftskommunikation ausgeführt. Wichtiger ist uns aber die Kategorisierung des Science Slams und die lautet wie folgt. Die Form des Science Slams zeichnet sich durch einen hohen Grad an Unterhaltungsorientierung aus. Die Unterhaltung gehört also definitiv zu diesem Format und ist damit auch wirklich unverzichtbar. Auch Hill, der sich sehr genau mit der Geschichte der externen Wissenschaftskommunikation beschäftigte, kommt zu dem Schluss, dass Science Slammer und Slammerin sich an ein sehr vielseitiges Publikum wenden und dabei gewisse Unterhaltungsformate einbinden, um ihr tatsächliches Ziel zu erreichen. Denn sie wollen für Verständlichkeit sorgen, aber gleichzeitig auch attraktiv sein, um überhaupt ein so breites Publikum zu erhalten. Klar, es ist strittig, ob hier Quantität vor Qualität geht, aber ist es denn wirklich so, dass die 10-minütigen Vorträge qualitativ schlechter sind? In der Studie, die wir uns gerade anschauen, wurden 20 Präsentationen untersucht. Es gab drei grundlegende Aspekte, auf die geachtet wurde. Erstens, die Erwartung und Motivation der Rezipierenden an den Slam. Zweitens, wie das mit der Zielstellung der Slammer auf Grundlage externer Wissenschaftskommunikation zusammenpasst. Und drittens, wie das Publikum den Science Slam dann tatsächlich in der Realität erlebte. Wichtig ist dabei, dass der Fokus immer auf die Spannung zwischen Wissenschaft und Unterhaltung gelegt wird. Schauen wir uns doch die Ergebnisse einfach mal genauer anhand einzelner Abbildungen an. Natürlich konzentrieren wir uns dabei lediglich auf das Format des Science Slams, da auch andere Veranstaltungstypen untersucht wurden. Die Zuschauer wurden also befragt, was ist euch wie wichtig, wenn ihr zu einem Science Slam geht. Wie man hier gut sehen kann, ist das Interesse für die Wissenschaft deutlich vorhanden. Und dennoch ist die Unterhaltung das höchste Bedürfnis. Der Wunsch, etwas zu lernen, ist zumindest bei etwa der Hälfte sehr wichtig oder etwas wichtig. Was ist denn die Ansicht der Slammer selbst? Ist Wissenschaft oder Unterhaltung der fundamental wichtigste Bestandteil? Allgemein bestehe die Meinung, Unterhaltung und Wissensvermittlung gehören zusammen. Dabei wollten 5 der 19 befragten Slammer keinem der Aspekte den Vorrang geben. 9 meinten, Unterhaltung sei das sogenannte Secondary Goal, was notwendig sei, um das Primary Goal der Wissensvermittlung zu erreichen. Und 4 Slammer nannten Unterhaltung direkt den wesentlichen Aspekt. Spannend ist jetzt die Untersuchung der Praxis durch 250 Zuschauer. Jede der 20 Präsentationen wurde dabei nach Unterhaltungswert und Informationsgehalt untersucht. Dabei befanden 84% der Zuschauer den Unterhaltungswert aller Präsentationen gut oder sehr gut und 72% den Informationsgehalt gut oder sehr gut.
Wie an der Grafik zu sehen ist, in 11 von 20 Fällen ist die Unterhaltung positiver bewertet worden als der Inhalt. In 8 von 20 Fällen genau das Gegenteil und in einem Fall sogar identisch. Aus Sicht des Publikums lässt sich also behaupten, wenn eine Präsentation unterhaltsam ist, ist sie nicht gleich wissenschaftlich schlecht oder belanglos. Mittels Eye-Tracking wurde schließlich noch die wirkliche Wahrnehmung der Zuschauer aufgezeichnet. Das bedeutet, einzelnen Leuten wurde so eine coole Brille aufgesetzt, mit der aufgenommen wurde, wem oder was die Zuschauer genau ihre Blicke widmeten. Wenn wir dann die PowerPoint-Präsentationen, die wir häufig im Science Slam finden, untersuchen, welche Elemente sind dann für uns besonders interessant? Dazu gibt es nämlich wirklich wichtige Erkenntnisse. Schauen wir uns das doch einfach mal im Detail an. Dafür wurden in der Studie nun Elemente von PowerPoint-Präsentationen kategorisiert. Und zwar in die Kategorien Science, Entertainment und Hybrid. Dafür ein Beispiel. Zunächst Science. Das, was wir für gewöhnlich in wissenschaftlichen Büchern finden. Sowas wie Grafiken, komplexe Darstellungen oder Formeln. A² plus B² gleich C². Entertainment. Das sind Off-Themen. Also Dinge, die nicht direkt mit dem wissenschaftlichen Gegenstand zu tun haben. Schaut mal da, ein Wissenschaftler im Frack. Und dann gibt es noch die Hybrid-Themen. Diese finden sich nicht in wissenschaftlichen Arbeiten, haben aber Bezug zu den Themen. Das könnten also zum Beispiel Fotos von den Forschern sein. Schaut mal da, ein Wissenschaftler mit Mathebuch im Frack. Jetzt wurden 8 Slams untersucht. Man muss ja auch immer Leute finden, die eine dieser Brillen tragen. Interessant ist dabei zum einen die Sichtbarkeit eines Elements, also wie lange wird es eingeblendet während einem Science Slam, und zum anderen, wie lange wird es dann tatsächlich von den Zuschauern betrachtet. Links, orange, ist dabei der Slammer selbst, der sich nicht plötzlich irgendwo versteckt hat, sondern 100% der Zeit auf der Bühne ist. Daneben rechts sehen wir, wie lange die Elemente von den Zuschauern dann tatsächlich angeschaut werden. Also, Science-Elemente sind, wenn wir den Slammer jetzt mal selbst herausnehmen, am längsten zu sehen, werden aber auch von den Zuschauern am längsten betrachtet. Jetzt wäre es sehr optimistisch zu sagen, das liegt daran, dass das Publikum so sehr an der Wissenschaft interessiert ist, dass es dieser besonders viel Aufmerksamkeit schenkt. Während Entertainment dann nebensächlich ist? Das merken auch die Autoren der Studie selbst an. Man müsste in der weiteren Forschung untersuchen, warum die Science-Elemente beispielsweise so lange betrachtet werden und die Entertainment-Elemente ebenso kurz. Vielleicht liegt es nur daran, dass die Grafiken sehr komplex sind und es länger dauert, sie zu verstehen. Schließlich schauen wir etwas länger an, wenn wir es nicht auf den ersten Blick erkennen, wie oft bei Entertainment-Elementen. Zusammengefasst lässt sich daraus jetzt schließen, Science Slam sind und sollen unterhaltsam sein. Dennoch dienen sie ebenso der Wissenschaftsvermittlung und sind nicht wissenschaftlich schlechter, nur weil sie unterhaltsam sind. Daher eignet sich dieses Format auch für die Wissenschaftskommunikation und ist als Zwischenform zu bezeichnen, als Edutainment. Dies schauen wir uns jetzt an eigens ausgewählten Beispielen nochmal genauer an. Kapitel 3. Science Slam linguistisch analysiert. Zuvor aber noch einmal ganz kurz zum Begriff des Edutainments. Edutainment ist ein Kofferwort, also eine Wortkreuzung aus Education und Entertainment. Mit dem Begriff Education, also Bildung, kann sicherlich jeder etwas anfangen oder sich darunter vorstellen. Als Pädagoge könnte man hier auch einen Diskurs über die Entwicklung und Geschichte des Bildungs... Ach, ja, ja, schon gut. Wir vereinfachen hier schließlich, damit dieses Video nicht Stunden dauert, und schauen uns jetzt eben nur die Unterhaltung an. Okay, auch eine Hausarbeit als Video, die VSCO 2.0 betreiben will, muss manchmal kürzen und vereinfachen. Deal with it! Na gut. Also, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Entertainment, also zu Deutsch Unterhaltung. Wir assoziieren hiermit oft Spaß, lustige Momente, glücklich sein oder eine gute Zeit haben, in der eben die Zeit auch einfach ziemlich schnell vergeht. Tatsächlich ist aber der Begriff der Unterhaltung in der Kommunikationswissenschaft ziemlich umstritten und nicht ganz eindeutig definiert. Es gibt dabei verschiedene Abstufungen und Unterschiede, zu denen man sicherlich auch noch ein ganzes Video machen könnte. Im Folgenden haben wir uns deshalb auf einzelne Aspekte bzw. auf eine bestimmte Definition der Unterhaltung fokussiert. Und die werden wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Und dann werden wir mal überprüfen, ob diese Definition auf Science Slams zutrifft. Dafür interessiert uns das Konzept von Monika Hanauska. Dieses basiert auf einem schon etwas älteren Aufsatz von Josef Klein. Der hat schon vor mehr als 20 Jahren versucht, Kategorien für gute Unterhaltung zu entwickeln.
In seinem Aufsatz kommt er am Ende auf 4 zentrale Kategorien. Diese sind Abwechslung, Unbeschwertheit, Interessantheit und Eingängigkeit. Dieses Konzept hat Hanauska nun genommen, ein wenig angepasst und aktualisiert. Dabei sind 4 Maximen entstanden, die für einen unterhaltsamen Science Slam unbedingt eingehalten werden sollten. Die Maximen sind: erstens, mache deine Präsentation abwechslungsreich. Zweitens, schaffe eine angespannte, entspannte und unbeschwerte Atmosphäre. Drittens, präsentiere Interessantes. Und viertens, gestalte deine Präsentation eingängig. Was diese konkret bedeuten, schauen wir uns jetzt an einigen Stellen in unseren ausgewählten Science Slams an und überprüfen sogleich, ob sie alle zu finden sind. Immer wenn in den folgenden Beispielen eine Maxime erfüllt wird, blenden wir sie direkt ein. Die 3 Science Slams, die nachfolgend als Analysegrundlage dienen sollen, heißen wie folgt. Martin Buchholz mit seinem Science Slam Entropie von Kühltürmen und der Unumkehrbarkeit der Dinge. Zudem Sascha Vogel mit seinem Science Slam mit dem Titel Physik in Hollywood. Und abschließend der Science Slam von Thora Schubert mit dem Titel Warum es sinnvoll ist, auf Geowissenschaftler zu hören. In der Wissenschaftskommunikation gibt es Experten und Laien. Ich denke, ihr versteht, was ich damit meine, oder? Also die Leute, die etwas wissen und es vermitteln wollen, das sind die Fachleute, die Experten. Und die Zuschauer sind in diesem Fall dann die Laien. Klar besteht dann dabei auch eine gewisse Distanz. Und damit diese Distanz überbrückt werden kann, nutzen die Experten verschiedene Strategien, um Wissen eben verständlich zu vermitteln. Eine der wichtigsten ist dabei der Bezug zum Alltag. Wenn uns etwas Neues erklärt wird, ist es oft hilfreich, an vorhandenes Wissen anzuknüpfen, denn dies macht die Präsentation auch eingängiger. Hier dazu mal ein Videoausschnitt. Sie erinnern sich hoffentlich an Ihre Schule, an den Energieerhaltungssatz. Wir nennen das den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Er appelliert dabei an Wissen aus der Schulzeit und spricht gleich darauf von einem Wir, womit er und seine Kollegen, also die Experten auf diesem Gebiet, mitmeint. Hierzu auch noch eine weitere Stelle. Also, die Fassaden bestanden aus Marmor und Marmor entsteht folgendermaßen. Man nehme einen Kalkstein, mache ihn heiß, drücke ihn fest zusammen, fertig ist Marmor. So, da hatten wir ein wunderbares Beispiel, wie Fachsprache umgeformt wird in Umgangssprache. Zum Vergleich hier mal der Wikipedia-Artikel, wie man Marmor entstehen lässt, ist schon ein Unterschied. Diese Abwechslung ist sehr wichtig für die Zuschauer, um sie weder zu über- noch zu unterfordern. Ohne viel Fachsprache wird teils locker erklärt und es ist für den Laien auch völlig ausreichend, was nicht heißt, dass nicht trotzdem Wissen dabei vermittelt wird. Stattdessen ist die Strategie des Reduzierens von Komplexität sehr hilfreich für das Verständnis. Das Verwenden von Umgangssprache ist gerade in Slams daher keine Seltenheit, wie ihr hier noch an anderen Stellen seht. Also zum Beispiel hier und dann auch nochmal hier. Dazu jetzt auch noch eine Szene, in der sich noch etwas anderes zeigt. Jetzt stelle ich mal die Frage, schafft es ein Affe mit diesen knappen 70 km/h von Schiff zu Schiff? Da sagt ein Göttinger Publikum, was eine blöde Frage. Wir müssen erst mal wissen, unter welchem Winkel der Affe abgeschossen wird. Die Umgangssprache war hoffentlich deutlich herauszufiltern. Blöde Frage, klar war sie das. Aber bei ihm geht es um komplexe Anforderungen, welche die meisten Zuschauer nicht erfüllen werden. Er spielt mit den Rollen des Experten und der Laien. Jeder, der an dieser Stelle dann tatsächlich so reagiert hätte, wie er es allen vermeintlich zutraut, ist Experte auf diesem Gebiet. Das Schöne ist, er behandelt das Publikum nicht von oben herab, sondern er vermittelt. Klar muss nicht jeder Formeln, Bedingungen und das Wissen dazu bereits im Kopf haben. Es geht ja auch darum, dass man etwas Neues lernt. Er erklärt es aber so, als wenn es alle wüssten, womit er niemanden bloßstellt. Gleichzeitig ist es aber spannend, da die meisten dabei etwas Neues lernen. Wo wir gerade beim Publikum sind. Im Science Slam werden die Grenzen aufgelöst und das Publikum auch mit einbezogen. Schließlich soll es erreicht und Wissen übermittelt werden. Hierfür haben wir mal noch einen Ausschnitt. Er beginnt hier also auch nochmal mit diesem Laien-Expertenspiel, über das wir gerade schon gesprochen haben. Das macht er sogar des Öfteren und bezieht so die Teilhabenden stark mit ein. Er spricht sie auch immer direkt an, mit sie, uns oder eben wir. Wir haben ja auch noch ein zweites Bild. Ne, schaut euch mal das an. Hier macht er sogar Folgendes. Er stellt eine Frage und mit dieser Frage fordert er die Zuschauenden aktiv auf, ihm zu antworten.
Das macht natürlich nicht nur er. Slammer haben ganz verschiedene Varianten, das Publikum mit einzubeziehen. Ob durch aktive und rhetorische Fragen, durch Anrede, Unterstellung oder auch Appelle. Tora hat hier auch direkt wieder einen Bezug zum Alltag hergestellt und daher heißt das für uns, es ist eingängiger. Nun noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Video der Entropie. Das Besondere ist, dass das Verhältnis von Entropie zu Wärme, das ist nicht konstant. Das hängt von der Temperatur. Weil ich sie in der ersten Runde mit der Schildern um, jetzt kommen die Formeln langsam. Ich verspreche Ihnen, das ist der mathematische Höhepunkt meines ganzen Vortrags. Auch hier wird das Publikum einbezogen. Und ganz anders als beim Slam Physik in Hollywood sieht hier das Spiel der Experten und Laien aus. Der Professor beruhigt, dass es eben nicht mehr schwerer wird, fast tröstend und beruhigend, weshalb die Zuschauer sich auch nicht angegriffen fühlen, sondern vielleicht erleichtert sind oder eben auch belustigt sind, wie deren Reaktion ja durchaus auch zu schließen lässt. So, jetzt mal etwas anderes. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten Slammer erstmal auf typische Stereotype eingehen, zu Beginn ihres Slams? Hier mal ein kurzes Beispiel. Und fragt jetzt mal die Leute, wie sieht eigentlich ein Physiker hier in Göttingen aus? Da kommt garantiert, ich wecke jede Wette ein, jeder Geldbetrag, diese Antwort. Der Kittel, der Bart, die Brille, die wenigen Haare, ich bin da durchaus selbstkritisch. Meinetwegen als Physiker so. Meinetwegen in Göttingen so. Dieser Einstieg ist im Grunde fast immer ironisierend und bezieht sich auf bestehende Klischees und Vorurteile zu Forschungsbereichen. Hier zum Beispiel das Klischee des theoretischen Physikers. Verbunden mit etwas Bekanntem, als Gag, dem Göttinger Bier, wird eine entspannte und unbeschwerte Atmosphäre geschaffen. Vor allem aber wird über Klischees und deren Wahrheitsgehalt aufgeklärt und über lustige Untermalung oftmals durchaus Wissen vermittelt. Hier noch ein zweites Beispiel dafür. Möglichkeit 2. Ah, ein Vulkanfan. Dann weißt du doch sicher, wie man Eyjafjallajökull richtig ausspricht. Ja, da hilft mir aber ein Skandinavistikstudium eher als ein Studium der Geowissenschaften. Auch hier sehen wir noch etwas Spannendes. Die Off-Themen, also wie die Aussprache des Vulkans, sind nicht nur abwechslungsreich, sondern auch interessant. So lernen wir gleich die korrekte Aussprache. Vielleicht ist dieses Wissen ja auch im nächsten Urlaub praktisch. Und um jetzt gerade in schwierigen wissenschaftlichen Bereichen wirklich alles zu verstehen, gibt es noch einige weitere Strategien zur Verständlichkeit im Gegensatz zur Wissenschaftssprache. Denn in der Populärwissenschaft gelten das Ich-Tabu, Metaphern-Tabu und Erzähl-Tabu eher weniger. Wissenschaftssprache ist klar, unpersönlich, unausgeschmückt sowie fachlich korrekt. Hören wir uns doch mal die Slammer unter genau diesem Aspekt an. Dort erfahren wir zunächst einmal, dass es diese Größe überhaupt gibt und dass in jedem Körper Entropie drin ist. Und dann erfahren wir, dass wenn Wärme von einem Körper auf einen anderen Körper übertragen wird, zusammen mit der Wärme, also quasi Hand in Hand, immer auch Entropie übertragen wird. Was der Professor hier macht, ist durchaus klar, aber eben eher klar verständlich. Er personalisiert Wärme und Entropie, die Hand in Hand gehen und jetzt gleichermaßen in einer Metapher und in einer Formulierung für etwas Untrennbares stehen. Außerdem ist seine Körpersprache auch absolut eindrücklich. Ebenso vereinfacht er statt abstrakter Größen, indem er von eben diesen kleinen bunten Kügelchen spricht. Und hier auch noch ein Beispiel aus den Geowissenschaften. Aber immer wenn es regnet, sammelt sich das Süßwasser oben auf. Ungefähr so wie Fettaugen auf der Suppe schwimmen, schwimmt das Süßwasser auf dem Salzwasser. Ihre Sprache ist sehr bildhaft und daher gut zu verstehen. Sie verwendet viele Vergleiche, die wir auch aus dem Alltag kennen können. Falls nun aber doch mal Fachwörter auftauchen, und das sollen sie unbedingt, sonst müsste man dem Einspruch von Klaue oder anderen Wissenschaft gehe verloren, ja noch zustimmen. So werden diese definiert, wie wir hier gerade gesehen haben. Dies nennt sich auch anaphorisch erklärt. Ein Fachwort wird genannt und im Anschluss erläutert. Dies finden wir auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel hier. Hier werden Wurden puren definiert oder auch nochmal hier. Bei dieser schönen Definition. Und dann auch einmal noch hier. Wenn allerdings ein 270 Millionen Tonnen schweres Gesteinspaket seinen Hang runterrutscht, dann wird die Grenzfläche warm. In diesem Fall die nasse Tonschicht. Das Schlimmste, was dabei passieren kann, ist ein thermoplastischer Kollaps. Das bedeutet, dass das Wasser, das in dem Ton enthalten ist, sich schlagartig erwärmt, ausdehnt, damit an Volumen zunimmt und so dieses Gesteinspaket vom Hang wegsprengt, wodurch es in den Stausee abrutscht, eine Flutwelle auslöst und auf einen Schlag 2000 Menschen in den Gemeinden unterhalb des Lebens kostet. Diese Szene zeigt uns aber gleich noch etwas anderes. Ein sehr ernster und schon trauriger Inhalt wird hier präsentiert. Und dennoch behaupte ich, dies sei Unterhaltung. Ich frage euch,
Und erhält euch ein Drama weniger als beispielsweise eine Komödie? Tatsächlich ist Schramm der Meinung, Unterhaltung sei auch das, was im Nachhinein als bedeutsam und sinnstiftend empfunden wird. Wenn also der Medieninhalt an sich zwar belastend ist, aber ertragbar und zudem lehrreich für uns, ist dies auch eine Form der Unterhaltung. Außerdem handelt es sich um eine populärwissenschaftliche Strategie der Dramatisierung und Emotionalisierung. Ich meine, klar, reagieren wir bei solchen Bildern sehr viel emotionaler und fühlen uns angesprochener als bei abstrakten Grafiken. Und wo wir gerade dabei sind, eine weitere Strategie ist das Nutzen von Bildern und Grafiken. Diese sind nämlich sehr direkt und eingänglich und werden gerade in der Populärwissenschaft oft verwendet. Und zum Schluss noch ein paar letzte Feststellungen, wie Slammer begeistern und ihre Präsentation interessant gestalten. Was wir bei einem Bezug des Publikums schon hatten, sie stellen Fragen. Siehe hier. Oder aber auch in dieser Szene. CaCO3, Calcit. Simpel auf jeden Fall, verglichen mit so ein paar anderen Mineralen mit schönen Namen wie Blödit. Oder Pimmelit. Oder Pisophan. Was lacht ihr hier eigentlich? Das sind ernsthafte Mineralnamen und ich möchte euch bitten, das ernst zu nehmen. Schließlich sind wir noch nicht mal bei Kakoxen, Dickit und Coming Tonight angekommen. Sie unterhalten, wobei doch nicht verworfen werden kann, dass wir auch dabei irgendwie etwas lernen. Oder Interessantes, Neues dargestellt wird. Ich meine, ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie solche Namen denn eigentlich zustande kommen. Finde das doch einfach selber mal heraus. Wir können außerdem lernen, wie die entsprechenden Minerale aussehen oder deren Formeln sind. Ach, und nebenbei, um mal die herangezogene Studie von vorher nicht ganz auszublenden, auch hier werden typisch für Science Slams PowerPoint-Folien genutzt und die unterschiedlichen Elemente von Entertainment über Science bis Hybrid genutzt. Abwechslungsreich ist es hier zum Beispiel auch Videos statt den PowerPoint-Präsentationen zu nutzen. Zwei letzte Videoausschnitte noch. Der erste, um nochmal eine ungewöhnliche, aber abwechslungsreiche Alternative zu PowerPoint-Folien zu zeigen und zu demonstrieren, dass Alltagsbeispiele wirklich oft einbezogen werden. Ja, wir haben also sehr wohl ein feines Gespür dafür, in welche Richtung Prozesse ablaufen sollten. Wir merken nämlich, wenn Entropie produziert wird, dann haben wir ein gutes Gefühl. Wenn aber Entropie vernichtet wird, scheinbar zumindest im Film, dann sagen wir, oh, hier stimmt was nicht. Und wir hatten es schon erwähnt, sobald etwas wichtig wird für den Zuschauer und er einen Sinn dahinter sieht, ist er auch motivierter, etwas lernen zu wollen oder dem seine Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Appell, ein Ziel kann also auch Begeisterung bewirken. Daher gibt es Slammer, die diesen direkt erwähnen und erklären, was sie erreichen wollen. Wie wir hier bei Tora in den Geowissenschaften sehen. Trotzdem haben wir ein kleines Imageproblem. Zum Beispiel neigen Architekten, Politiker, Ökonomen und andere Leute in wichtigen Positionen dazu, nicht auf uns zu hören. Ich möchte euch da ja heute ein paar Beispiele zeigen, warum es sinnvoll sein kann, auf Geowissenschaftler zu hören. Ein weiterer Beleg dafür, dass Science Slams Wissen vermitteln und unterhaltsam sind, finden wir in den Kommentaren unter den Videos. Nur ein paar Beispiele. Überwiegend ist gerade unter unseren ausgewählten Videos positive Kritik zu finden. Viele schrieben, es war verständlich, unterhaltsam oder lehrreich, das Video zu schauen. Vergleiche mit Lehrern oder Professoren, Professorinnen oder anderen YouTubern werden dabei auch gezogen. Auch auf einfache Beispiele angewandt, wie hier bei einem Lied, sehen wir, es bleibt doch irgendwie etwas hängen. Man nimmt sich also etwas aus den Inhalten des Science Slams mit. Manche machen das aus dem Interesse heraus, dass sie, wie bei dem Beispiel mit der Entropie, das Wissen für eine Prüfung benötigen. Es gibt teils aber auch Kritik an fachlicher Korrektheit und so lassen sich qualitativ Unterschiede finden, was die Wissensvermittlung anbelangt. Wenn wir jetzt also die Kommentare unter unseren ausgewählten Videos vergleichen, fällt etwas auf. So gibt es in einem Fall besonders Kritik an der wissenschaftlichen Exaktheit. Dies ist beim Slam rund um Physik in Hollywood der Fall. Hier lassen viele Kommentare darauf schließen, dass fachlich Fehler oder Ungenauigkeiten passiert sind. Aber auch das ist ja nicht unbedingt negativ. Gerade die anschließende Diskussion in den Kommentaren ist sehr, sehr konstruktiv. Fehler regen schließlich oft an, sie verbessern zu wollen oder darüber zu reden. Und seien wir doch mal ehrlich, das ist doch eine richtig gute Sache. Kapitel 4 Fazit. Nach unserer langwierigen Analyse sind wir der Meinung, dass sich Unterhaltung und Wissensvermittlung nicht ausschließen. Das machen wir ja auch irgendwie gerade jetzt, nicht wahr? Das Publikum geht in der bewussten Haltung, unterhalten zu werden, aber auch mit der Erwartung, etwas zu lernen oder einen tieferen Einblick in einen Wissenschaftsbereich zu bekommen, zu einem Science Slam.
Und diese Erwartung kann der Science Slam aus Sicht der Zuschauer auch erfüllen. Science Slams bemühen sich auch durch ihre verwendete Sprache um eine hohe Verständlichkeit und nutzen dabei Strategien, die wir auch in der Populärwissenschaft finden können. Nur weil Science Slams demnach nicht hochwissenschaftlich sind, sondern zum Beispiel auch Umgangssprache nutzen oder Metaphern verwenden, heißt das nicht, dass der Inhalt nicht Wissen vermittelt. Unserer Meinung nach liegt weniger ein Trend der Verflachung, wie Kurz es nannte, vor, als ein konstruktives Zusammenspiel von Unterhaltung und Wissensvermittlung. Diesen Aspekt stellten viele Forscherinnen auch schon fest. Wir finden, Unterhaltung wirkt fördernd auf die Wissenschaftsvermittlung. Warum hat wohl der Kanal MyLab über 1 Million Abonnenten? Wie beides kombiniert wird, haben wir exemplarisch gezeigt. Zudem hat sich erwiesen, dass die Prinzipien nach Hanauska eine gute Anleitung für einen unterhaltsamen Slam bieten. Vielleicht eignet sich das auch für eine spannende Vorlesung. Fassen wir zusammen. Science Slams sind also unserer Meinung nach durchaus geeignet als Format der Wissenschaftskommunikation. Und außerdem werden wir hier nicht nur mit Wissen überschüttet, sondern oft auch dafür begeistert und sind intrinsisch gleich motivierter, uns in unserer Freizeit mal den einen oder anderen Artikel zu entsprechenden Themen vorzunehmen. Einen letzten Punkt bringt Dr. Julia Offe, eine Science Slam Veranstalterin und Wissenschaftskommunikatorin, ein. Sie sagt, dass Science Slam jungen Wissenschaftlern nicht nur die Möglichkeit bietet, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu erproben, sondern auch den Science Slammern in die Rolle des Botschafters für ihre Forschungseinrichtung versetzt. Sie sagt, sie ermöglichen einen Blick hinter verschlossene Labortüren und in aktuelle wissenschaftliche Diskurse. Und sie machen damit ihre größtenteils öffentlich finanzierte Forschung auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Und wie seht ihr das? Schreibt's doch in die Kommentare. Und damit sind wir auch tatsächlich am Ende unseres Videos und hoffen, ihr habt nicht nur einen spannenden Einblick in die Welt des Science Slams bekommen, sondern auch eine Inspiration für das Format einer digitalen Hausarbeit. Lasst uns doch darüber auch in den Kommentaren diskutieren. Ach, und eins noch, schaut euch die 3 Slams unbedingt mal an, die sind wirklich lustig und unterhaltsam und lehrreich. Zum Abschluss müssen wir noch eine ganz, ganz wichtige Formalie erledigen. Die Selbstständigkeitserklärung. Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich reiche sie erstmals als Prüfungsleistung ein. Mir ist bekannt, dass ein Betrugsversuch mit der Note nicht ausreichend geahndet wird und im Wiederholungsfall zum Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen führen kann.